Hast du ein Screenshot? Ja, vom Geld. Ja, ist jetzt egal, was. Irgendwie halt gehabt. Du bist einfach so gestorben oder hat dich jemand getötet? Doch, Auto repariert, gestorben. Ja, kann auch sein, dass du Auto repariert hast und du wurdest angefahren. Ja, was, wenn dich jemand überfährt? Kann alles sein. Ja, Auto repariert, dann bist du gestorben. Ja. Ah, okay. Langsam erleuchtet's mir. Pisse. User was moved to your joined your channel. So, das haben wir. Ja, wünsche einen schönen guten Tag zusammen. Guten Tag. Die Kohle wenigstens zum Bankomaten gebracht. Ist übel. Na gut, Leute, ich bin abwesend. Aber die Oh, ciao. Aber bei Müll machst du mit, oder? Dass du wieder zu was User kommst. left your channel. Passt, sind wir schon zu viert. Soll ich den größeren LKW auspacken, dass du mehr davon hast? Soll ich den größeren LKW auspacken oder nimmst du einen? Okay, passt. Für wen läuft denn der Stream, der hier dauerhaft läuft? Der Stream, ich bin ja über den Stream von Twitch aufmerksam geworden. Ja. Das ist einer mit Berliner Dialekt. Da bist du das. Ja. Das hört sich so an. Also, ich glaube, ich bin das nicht. Nee, kann schon sein, dass du mich meinst oder Duffy oder Rainer. Einen von beiden. Rein. Die Stimme von Erkan Ernst, die kennt man. Auch wenn es früher von Old Soccer ist. Ja, genau richtig. That's right. Das war das Wichtigste erstmal. Bezos, wir haben Bezos, aber das falsche Zeichen. Mikrofon muted.
Ja, wie gesagt, nur ein paar Leute fehlen halt, ne? Auf den Servern. Ja, gut. Aber das ist ja mal, das kommt doch. Ja, aber mittlerweile wird's hart. Nach 5 Wochen immer bloß mit 10, 15 Mann den ganzen Tag Streife fahren und nichts passiert. Aber es wird anstrengend. Ja, gut. Das ist klar. Das ist klar. Das dümpeln einfach, das hängen einfach noch viel zu viele Leute in diesen Dreckslakes halt fest. Das ja. Ist. Na, und vor allen Dingen hier diese komische Narcotec-Bande. Ne? Das sind die nächsten, ne? Die ja nicht mal Banken machen, weil sie sich nicht trauen, weggeschossen zu werden, weißt du? Das sind die schlimmsten, fahren hier mit den protzigsten LKWs mit den größten Häusern rum. Aber wenn es um eine Staatsbank geht, dann bekriegen sie sich wieder in ihren Löchern. runtersetzen. Wenn genug Gendarmen da waren, dann kann man das ja machen. Habe ich schon gesagt, sollen sie ab 6 machen. Oder ab 5. Alles ab 5. Geiselnahmen auch. Dass man wenigstens ein bisschen Spaß hat nebenbei. Geht ja nicht darum, immer eine Geisel zu erschießen oder was weiß ich. Ne? Eine Geiselnahme kann ja auch RP-fördernd sein, dass man einfach nur eine Geiselnahme macht mit einer Stunde RP oder irgendwas. Genau so ist es. Ist ja nicht immer so, dass man sagt, wir haben eine Geisel, wenn ihr herkommt, seid ihr alle tot. Ja, vor allen Dingen ist das die sehr unpassende RP-Situation. Also ich sag mal, nicht jedes RP muss mit Feuerfecht enden, ne? Richtig. Wenn man mal eure Streams verfolgt, habt ihr da wirklich echt oft schöne Situationen. Ihr habt einige Replays angeguckt in der Zeit, wo ich nicht gespielt habe. Mhm. Deshalb kennt man die Namen, merkt man sich schon. Jetzt nur halt eben jetzt der Streamer so ist, also der Stream, das Replay, was da läuft, ist mir halt noch ziemlich neu. Fand ich. Konnte die Stimme nicht zuordnen. Aber wir versuchen ja so oft, es geht dann auch zu streamen, aber meistens werden wir das jetzt am Wochenende verschieben, weil da ja wirklich ein bisschen mehr los ist. Würdet langweilig finden, selber zuzuschauen, wenn ich sehe, dass einer da die ganze Zeit nur durch die Gegend fährt und nichts passiert. Ja, das ist klar. Und vor allen Dingen kannst du ja nicht jeden LKW-Fahrer anhalten und immer davon ausgehen, dass der auch Bock gerade auf RP hat. Das ist ja auch ziemlich nervig, weil die meisten fahren ja noch Farmen. Dabei finde ich den Einstieg bei euch hier auf Tanoa eigentlich recht schön. Ne? Du läufst 10 Touren für Kokosnüsse und dann hast du doch schon einen guten Start. Richtig, und in den 10 Minuten hast du Zeit, entweder am Ball zu bleiben, dass du Bock drauf hast, oder halt zu sagen, ne, ich gehe runter, ich gehe lieber auf den Server, wo es Startgeld gibt oder was weiß ich. Damit man noch schon ein bisschen aussortiert, damit hier keine Troller raufkommen. Ah. Ja, und jetzt, Entschuldigung, wenn ich das frage, ich meine, wenn doch zu persönlich wird, direkt abhaken, aber Old Soccer, warum ist das gestorben oder gibt es das jetzt ja nicht mehr? Oder? Na doch, Old Soccer hat wohl, also wir waren ja alle Old Soccer gewesen, da war ja der Oberchef Eihahn, Harry etc., jetzt unser Servermanager, hier war der da auch Servermanager und irgendwie hatten die nachts ein Gespräch geführt, also ein hitziges Gespräch. Naja, irgendwann haben sich die Fronten immer weiter verhärtet. Und der Chef der Community hat dann einfach die Server runtergefahren, ohne dass irgendjiner davon was wusste. Wir haben am nächsten Tag dann alle versucht, auf den Server zu connecten, ging nicht. Teamspeak war aus, Forum war weg. Und das hat dann irgendwie, ja, bis 20 Uhr gedauert. Dann lief wieder alles, dann haben wir wieder hochgefahren. Und dann haben wir uns natürlich alle unterhalten. Weil sowas kann ja nicht sein, dadurch sind auch viele Leute gegangen. Aber du kannst nicht einfach den Server down machen. Außerdem hat er Spenden erhalten von uns mit hohen Geldbeträgen und hat uns aber immer als armer Community so gesehen runtergeputzt, dass wir zu wenig spenden, bis wir ihm mal die Auflistung gegeben haben und dann gesagt haben, jetzt möchten wir von ihm die Abrechnung haben, was er mit dem Geld angestellt hat. Na, dann wurde es immer lauter, immer mehr Diskussionen und dann haben wir uns entschieden, scheiß drauf, wir holen uns jetzt 2 Server, machen das selber und dann ist Ruhe. Ja, sehr vernünftig. Weil wenn ich überlege, der Old Soccer, der war ja voll. Da bist du ja abends ab 18 Uhr bis zu 18, 19 Uhr bist du nicht mehr draufgekommen. Richtig, richtig. Ja, und dann haben sich halt 2 Lager aufgetan, ne? Just for Fun Gaming und hier halt das. Dann haben wir noch Gespräche nochmal zum Schluss geführt, aber Eihan wollte seinen Armer nicht abgeben, also er wollte trotzdem noch 51% halten, sprich, dass er das letzte Wort hat. Und dann haben wir gesagt, nee, sonst passiert das wieder. Das Server wird wieder runtergefahren, TS wird wieder runtergefahren. Und das kann nicht sein.
Weil er hat nur A gespielt, er hatte von Arma keinen Plan und wollte den Servermanagern aber erzählen, wie Arma zu laufen hat. Und dann, er hat nicht eine Spielstunde Arma. Und das geht einfach nicht. Du kannst keinen Bauern in irgendein Amt setzen, wovon er keine Ahnung hat. Das stimmt. Ja, dann haben wir uns halt entschieden, ist das halt vorbei. Dann haben die irgendwie ein neues Projekt jetzt. Mit Minecraft und was nicht alles noch mit dazu, aber das ist wohl auch alles gegen Baum gelaufen. Ja, juckt mich nicht. Ich komme da mit meinen Leuten her. Das ist sehr gut. Weil wir sind eine Airsoft-Gemeinde. Ja, also wir spielen in der im Real Life sind wir im Airsoft unterwegs. Und wir haben halt eben einige, die gerne Arma spielen. Ja, und wie gesagt, wir sind mit 20 Leuten von Lakeside weg. Narkotik sucht Leute, gell? Was? Narkotik sucht immer wieder gerne neue Leute. Wer ist ein Narkotik? Ich bin der Gruppenführer von Narkotik. Wir sind eine Firma. Sind hauptsächlich auf Farmen spezialisiert, etc. Machen keine Überfälle, distanzieren sie von denen aus, von dem aus, wir werden überfallen, dann gibt es eine Kriegserklärung. Ach ja. Was unser Ziel ist, ist eben die Staatsbank häufiger zu machen oder so Tankstellenraub oder sonst irgendwas mit RP-Geschichten. Aber sonst, ja, hauptsächlich Geld reinschäffeln und Spaß haben. Microphone muted. Und Gendarme überfahren mit 110. Wenn sie mitten auf der Brücke stehen mit einem quergeparkten Offroader. Ich hab mir doch die Scheiße mir gehört, so wie gerade den ganzen Restmüll dabei zu überfallen mir wäre. Hast du mein Schreien gehört, Alter? Genau aus dem Grund habe ich ja Gas gegeben und bin nicht abgegangen. Ich stehe auf der Brücke, wir waren nämlich gewesen, eine Kollegin wurde entführt von jemandem mit einer Sprengweste. Da habe ich ein Nagelband gelegt vor dieser Holzbrücke und habe ihm dann einen Kopfschuss gegeben, damit er die Sprengweste nicht zünden kann. Ich bin gefreut, hat alles geklappt, Kollegin lebt und freut sich und alles. Will sie aus dem Auto holen, sie muss noch Munition ankommen mit Vollgas. Ich stehe mitten auf der Brücke, ich denke so, oh nee, ne? Der konnte ja nichts hin, das ist ja eine kleine Holzbrücke. Mit einmal halt angefangen zu schreien, einfach musste, und bin 20 Meter nach hinten geflogen. Er hat die Kollegin dabei getötet. Ich habe gedacht, nein, das darf doch nicht wahr sein. Oh, ja, okay. Muss voll nicht so geil geklappt, ne? Der Attentäter, der war nachher noch im Teamspeak gewesen, hat gesagt, Alter, wie geil ihr das gemacht habt. Damit hätte ich ja nun gar nicht gerechnet und... Dann kommt der LKW und versaut uns alles. aber dass ich das überlebt hat mich gewundert. Na, also, es stirbt nur jeder Hundertste ungefähr. Weil ich hatte 15 HP irgendwie bloß abgezogen. Und du bist ja dann mit vollem Karo reingezogen. Ich bin ja geflogen von der Brücke, Alter. Ich hab das noch nie gesehen. Naja, auf jeden Fall. Oh, Entschuldigung. Nö, das war schon. Ah. Ja, ich würde auch gern meinen finanziellen Beitrag dazu leisten. Ohne sämtliche Ansprüche, weil ich finde, wenn Leute sowas machen, dann sollten sie auch finanziell unterstützt werden. Du, ist eine coole Sache, muss ich dir aber ganz ehrlich sagen. Wir haben jetzt schon wieder das Spendenziel erreicht. Wir kommen mit 75 Euro drüber. Ich würde lieber sagen, wenn das Spendenziel erreicht ist, weil wir brauchen ja da nicht so einen Riesenpuffer. Wir haben schon genug Puffer vom letzten Monat. Wenn mal so ein harter Monat kommt, wo Leute vielleicht nicht so viel spenden, dass man dann halt auf die Leute zurückkommt, die dann immer noch was im Petto haben. Natürlich ist es jedem selber überlassen. Man kann gerne spenden und das ablassen. Und hier auch, da wird jetzt keiner sagen, ach Mensch, warum denn? Aber es läuft zurzeit wirklich sehr gut mit den Servern. Ja, gut. Moment, hat kurz klingen Post. Einen Moment, Entschuldigung. Jo.